von Herrn Schindler ist auch ein Schritt, der aus den Untersuchungsergebnissen des Untersuchungsausschusses folgt. Wir haben über die letzten 2,5 Jahre festgestellt, dass weitgehende Praktiken des Bundesnachrichtendienstes bei der Fernmeldeaufklärung rechtswidrig sind. Und dies ist auch im Verantwortungsbereich und in der Zeit von Herrn Schindler erfolgt. Insofern kann man eine Ablösung von Herrn Schindler schon argumentieren. Entscheidend ist für uns aber nicht ein personeller Wechsel, sondern entscheidend ist für uns, dass strukturelle und gesetzliche Konsequenzen gezogen werden. Und daran werden wir das Bundeskanzleramt messen, ob diese Konsequenzen struktureller und gesetzgeberischer Art tatsächlich jetzt folgen. Die Zeit bis zur Bundestagswahl wird eng und deswegen besteht hier hoher Handlungsdruck.